Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Fantasy Maidens Art Hideout. Und ich habe den Hinweis erhalten, dass wir unbedingt erstmal noch den ersten Teil des Spiels quasi zu Ende spielen sollten mit vervollständigtem Bild in dieser Uhr, ihr wisst ja, weil man sich sonst ärgern könnte wohl beim zweiten Teil. Ich nehme einfach mal an, dass dieser Hinweis so gemeint ist, dass wenn wir das durchspielen würden, dann den zweiten Teil erst wahrscheinlich ganz am Ende merken würden, dass es scheiße ist, das Bild nicht vervollständigt zu haben in der ersten Hälfte. Und deswegen höre ich da lieber drauf, habe mich schon mal umgeschaut, wo das denn passiert ist, dass wir diese beiden Stücke des Puzzles sozusagen nicht gefunden haben. Und es ist hier bei Speicherstand 11. Da haben wir nämlich zwei Sachen nicht gemacht an diesem Tag tatsächlich. Leider der Mittwoch, das heißt, ich muss danach noch mal ein bisschen was neu machen. Aber was soll's. Ein Schloss, das aus Desserts hergestellt wurde. Oh nein, das ist übel, wirklich übel. Hä? Ich höre von irgendwo eine Stimme, aber... Es ist von dort, Angie. Menschen, die aus Süßigkeiten hergestellt sind, reden über etwas. Oh nein, so werden wir sterben. Ihr alle, ist irgendetwas los? Ha, red doch nicht einfach so mit uns. Du hast uns erschreckt. Tut mir leid. Etwas bereitet uns Sorgen, Angie. Dieses Hühnchen dort drüben, das stiehlt unser wertvolles Essen. Essen? Ja, unser wertvolles Essen. Oh, du meinst dieses Hühnchen da drüben, dieses Huhn? Ja, soll ich denn dann helfen? Oh, wirklich? Das wäre wundervoll, bitte. Wenn du das lösen könntest, dann werden wir dir ein Scone anbieten. Also, wenn wir dem Huhn das Maul stopfen können und dabei auch noch ein Scone abgreifen können, sind das ja zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Bitte, wir danken dir wirklich vielmals. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Reden wir erstmal mit dem Hühnchen, würde ich sagen. Hey, Miss Chicken. Es scheint fast so, als hätten sie Essen gestohlen von diesen Süßigkeiten-Menschen dort drüben. Könnten sie mir zuliebe bitte damit aufhören? Auf keinen Fall, okay? Übrigens, was haben sie denn überhaupt gestohlen, frage ich mich. Fleisch. Das habe ich schon mal gehört. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, bedeutet das ja, dass diese Süßigkeiten-Menschen auch Fleischfresser sind, hm? Die Jungs sind viel brutaler, als du denken magst, Kocke. Viel mehr, als ich dachte. Aber das ist ja jetzt egal. Bitte hör auf mit dem Stehlen. Auf keinen Fall, habe ich gesagt, Kocke. Wieso sollte ich auf jemanden hören, der auf gleicher Ebene mit meinem Essen steht? Au! Wenn du mir Befehle geben willst mit deinem Finger, dann werde ich dir die Finger nach und nach abbeißen, Kocke. Was auch immer, Kocke. Jetzt bin ich schon voll, also werde ich schlafen. Oh, hey, warte. Angie, was denn? Das scheint keiner zu sein, der uns zuhören wird, richtig? Dann solltest du darüber nachdenken, was für eine Art von Gelegenheit sich dir hier bietet. Hä? Vielleicht ist Bear in der Lage, uns hier irgendwie zu helfen. Okay. Dann gucken wir mal nach Bear. Huch, der liegt mal wieder rum. Schon wieder umgefallen? Oh, ich schätze, er schläft einfach nur. Bernd scheint zu schlafen. Was soll ich nur tun, frage ich mich. Ich würde gerne essen. Ein bisschen Huhn. Huhn, hä? Oh je. Das Messer nehmen. Bernds Messer erhalten, na dann. Adieu, mein liebes Huhn. Ich glaube, ich bereite deinem Leben jetzt mein Ende. Oh, Scarpi! Soll ein Scarpi sein? Das ist deine Chance, nicht wahr, Angie? Du weißt, was du hier tun solltest. Oh Gott. Das Hähnchen in Essen verwandeln mit dem Messer. Ganz schön gemein. Okay.
Okay, Hühnchen erhalten. Du hast uns unnötigerweise provoziert. Deswegen mussten wir das tun, richtig, Miss Chicken? Angie, jetzt können wir uns die Belohnung von diesen Leuten im Dessertschloss holen, richtig? Ja. Richtig. Ich muss dieses Messer auch Bear zurückbringen. Achso, wir haben es ihm schon zurückgegeben, automatisch. So. Ja, alle, ich habe das Hühnchen eliminiert. Hier ist das Hühnchen. Na dann, wir sind gerettet. Vielen Dank. Gerne, gerne. Also wegen dem Scone, das ihr mir versprochen hattet. Hä? Hä, was ist denn? So etwas haben wir nie versprochen. Du hast das doch nur getan, damit du uns zwingen kannst, dir etwas im Gegenzug zu geben. Was für eine schreckliche Person du doch bist. Hä? Erst einmal wissen wir gar nichts über so etwas. Wir werden dir nicht etwas geben, das wir gar nicht versprochen haben. Richtig, richtig. Du hast das doch angenommen und hast akzeptiert, dass du dafür nichts im Gegenzug erhältst. Lügner, Lügner. Verstehe. Angie, ich habe ein paar Desserts erhalten. Jetzt haben wir wirklich etwas im Gegenzug erhalten. Unsere Kinder. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie haben die Kinder genommen. Unsere Kinder. Oh mein Gott, das tut mir wirklich voll leid gerade. Ja, dann tauschen wir mal. Den Candy. Vielen Dank. So, und hier müsste eigentlich noch eine Aufgabe sein. Gucken wir mal. Bear, was ist denn? Nur ein bisschen erschöpft. Hey Bear, du bist heute schon wieder umgekippt. Du überanstrengst dich, nicht wahr? Bitte, ganz locker alles nehmen, Bear. Ach so, das hatten wir eigentlich schon, ne? Diesen Dialog. Ist nichts. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich habe einfach zu wenig geschlafen. Deswegen bin ich auch so erschöpft. Okay. Irgendwo muss noch was... Cynthia, du bist ein Geist, richtig? Richtig. Ich kann auch so Dinge machen wie durch Wände schweben. Und auch durch Türen? Natürlich. Dann, also... Wärst du in der Lage, dich mal umzusehen? Ich meine, außerhalb dieses Ortes? Statt dir. Dafür musst du mir aber etwas Großes geben als Belohnung. Zum Beispiel? Was könnte das sein? Das wäre wundervoll. Ich würde auch gerne... Was? Das würde ich auch gerne nicht aufgeben. Ist das fast so, als würdest du an irgendetwas Unangenehmes denken? Ich schätze, ich werde einfach danach um etwas im Gegenzug bitten. Mit etwas im Gegenzug meinst du schon etwas within reason? Was heißt das? Also etwas Sinnvolles, nehme ich an, oder etwas, was nicht total verrückt ist? Ich werde ein bisschen vorsichtig bei einem Geist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er etwas recht Ungewöhnliches als Gegenzug verlangt. Und mehr noch, wenn es um Cynthia geht. Ich habe nachgeschaut. Cynthia, vielen Dank. Und was hast du gesehen? Es war... Naja, ich weiß nicht genau, was das war. Hä? Zunächst? Huch? Es war groß und hatte die Form von vielen Donuts, die übereinander gestapelt sind. Und es hatte eine Farbe wie eine Brezel. Und das Muster war wie eine Waffel. Was? Also dein Kopf scheint ja gefüllt zu sein mit Gedanken an Desserts, nicht wahr, Cynthia? Ich mag... süße, köstliche Desserts, genauso sehr wie dich, Angie. Selbst wenn. Was genau hat Cynthia gesehen? Infair? What it is? Was heißt denn das? Okay, zunächst die Form.
Ja, wie ein Ring, oder? Genau, Donuts sind wie Ringe geformt, nicht wahr? Und wenn sie übereinander gestapelt sind, dann ist es wie ein Ring geformt und relativ dick. Als nächstes die Farbe. Wie eine Brezel? Hä? Also, hä? Das passt doch alles nicht. Ja, genau, es ist rötlich-braun. Aber ich kenne wenige Steine, die rötlich-braun sind. In meiner Welt sind die eher grau, aber na gut. Genau. Das Einzige, was da passen würde, ist ein Stein. Und schließlich das Muster. Hä? Also, dann wohl am ehesten bei einer Waffel wie Bricks? Das könnten auch Bricks sein, also... Wie heißt das? Die Steine im Haushalt, die... hat sich jetzt angehört wie im Haushalt. Im Haushalt. Entschuldigung. Ich gucke mal ganz kurz, wie Brick genau übersetzt wird. Ich glaube... Ziegelstein, genau. Sie sind rötlich-braun. Also sind das auf jeden Fall Ziegelsteine. Etwas, das wie ein Ring geformt ist und hergestellt aus Ziegelsteinen, das könnte sein. Ah, ja, das würde doch passen, oder? Lass mich kurz überlegen. Ergibt das Sinn? Ja, total. Ein Brunnen. Richtig, das ist definitiv ein Brunnen. Da draußen gibt es auf jeden Fall Brunnen, die die Form haben von Donuts, die so übereinander gestapelt sind. Und außerdem sind sie aus Ziegelsteinen, richtig? Verstehe, also war es ein Brunnen, hm? Ich wusste nicht so genau, was es war. Cynthia, du weißt nicht, was Brunnen sind? Ich weiß, was sie sind, aber ich war nicht in der Lage zu wissen, was es war. Was meinst du damit? Tut mir leid, Angie, ich denke, letztendlich ist es schon in Ordnung. Du brauchst mir nichts als Belohnung geben. Ich biete dir das hier. Ein Soufflé! Na dann, vielen Dank! Also eigentlich hatte ich Spaß. Ich danke dir. Okay, zusammen mit Cynthia haben wir auch gecleared. Das ist ja super. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier alles jetzt gecleared haben. An diesem Tag. Auf jeden Fall wechseln wir das nochmal jetzt. So. Ja, wir exchangen. Auf jeden Fall das Soufflé. Und dann werden wir die beiden Bilder ersetzen, die wir bisher immer noch nicht ersetzt hatten. Die beiden grünen da links, glaube ich, sind das. Also oben links und unten rechts. Genau. Ich glaube, dann stehen die Farben eher dafür, dass sie zum gleichen Tag gehören. Dann ist das hier bestimmt der letzte. Ach, die Farben oben, ja auch von dem Tag, klar. Und das bläuliche hier ist wahrscheinlich... Ja, am Freitag und das hier dann alles Samstag. Denke ich mal, ist jetzt meine Vermutung. Nun gut, dann werde ich mal weiterspielen und die Sachen holen, die wir ja eigentlich schon haben. Dann mache ich hier jetzt mal einen neuen Speicherstand. Und dann mache ich hier jetzt erstmal einen Cut. Und dann gucken wir mal, ob sich was am Ende verändert oder ob das gleich ist. Und dass wirklich das Vervollständigen des Bildes nur eine Auswirkung auf den zweiten Teil des Spiels dann hat. Okay, also bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich habe jetzt die letzte Brotkrume und ich dachte, den Teil nehme ich auf jeden Fall mal auf, bevor ich dann wahrscheinlich erstmal noch mal ein bisschen weiter Dinge spielen muss, die wir schon mal gemacht hatten. Denn gleich wird sich dann wohl das Bild vervollständigen. Mal gucken, was passiert. Oder ob überhaupt irgendwas Besonderes passiert. Hab süße Träume. Okay. Aber er schaut immer noch traurig aus. Okay. Kann er sogar noch mehr vertragen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe mal zurück, aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich erstmal noch einen Teil spielen, den wir schon hatten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir machen mussten, aber ich finde es bestimmt gleich heraus. Na gut, meine Lieben, ich spiele noch mal ein Stückchen weiter, ne? Bis gleich! So, da wäre ich wieder und tatsächlich ist mir kein Unterschied aufgefallen beim Ende. Seltsam, aber auf jeden Fall sollte es wohl noch eine Auswirkung haben auf dieses Next Game,
A New Beginning. Und da würde ich sagen, schauen wir einfach noch ein paar Minütchen rein, damit wir schon mal erfahren, worum es da so ungefähr geht. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein fast so langes Spiel wie das erste, wenn ich jetzt einfach mal die Parts von Toshiaki als Ausgangspunkt nehme. Ich habe mal geschaut, wie viele Parts er für das Spiel gebraucht hat. Und er hat definitiv doppelt so viele wie wir. Und ich denke, es liegt daran, dass dieser Teil des Spiels noch ganz schön lang ist. Für immer. Alleine. Bevor ich wusste, wie mir geschah, waren alle bereits weit fort. Nur ich bin zurückgelassen worden. Nur ich kann nicht weiter voranschreiten. Es liegt daran, dass es ein Traum ist. Richtig, das ist alles Fantasie. Eine Fantasie, die ich erfunden habe, ganz alleine. Dass ich zu einem Vampir wurde oder so etwas. Cynthia, Angie. Oh. Oh. Bestimmt, wie wir sie umgebracht hatten. Also wie Angie sie umgebracht hat. Das hatte man ja schon mal so eine Sekunde lang gesehen. Dass da irgendwas geschehen war im Keller dieses Hauses. Wer ist das nochmal? Stimmt ja, das ist Cynthia, meine Freundin, meine geliebte Freundin, die meinte, dass sie mich wirklich liebt. Wieso liegt sie dort? Wieso, frage ich mich. Irgendwie erinnere ich mich nicht ganz. Eines Tages, ich erinnere mich nicht genau wer, aber jemand brachte mich in dieses Haus und... Ah, richtig, Cynthia wurde verwundet und blutete am Arm. Und dann? Und dann? Dann sprachen wir beide alleine. Ich habe das Gefühl, irgendetwas war anders an Cynthia damals und dann, nachdem ich mir... Cynthias Gesicht eine Weile angeschaut hatte, irgendwie herzlos fühlte ich Durst oder empfand ich Durst. Denn das rote Blut, das aus dem Arm dieses Mädchens quoll, sah wirklich köstlich aus. Und als ich zu mir kam, da sah es so aus. Irgendwie war es wie Erdbeerkuchen. Oh ja, ich würde gerne ein wenig Dessert essen, süße Desserts. Eines von den Desserts, die das Mädchen wirklich mochte. Oh. Ja, meine Güte, was für ein wundervolles Haus das doch ist. Ja, stimmt. Das hier, das ist die Realität. Das davor, das war die Fantasie. Nur eine Fantasie. Es ist alles unwahr, dass ich dieses Mädchen getötet hätte oder sowas. Das alles war nur eine seltsame Fantasie. Und so, Angie? Gibt es überhaupt keinen Grund zu weinen? Sie hat sich das alles also eingeredet. Hey, Angie, ich habe schon lange darüber nachgedacht, aber... Bear, was? Ich, möchte stärker werden. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich nicht mehr weinen werde. Selbst wenn ich hinfalle, werde ich einfach aufstehen. Denn was auch immer geschieht, ich werde nicht zulassen, dass ich nur von dir abhängig bin, Angie. Ich möchte kein Schwächling mehr sein und deswegen möchte ich stärker werden. Angie, schau, ich werde größer werden und stärker und cooler und ein echter Erwachsener. Ein echt erwachsener Jäger. Verstehe. Ja! Aber er muss nicht so
solche Entschlossenheit zeigen. Das muss er nicht. Bear muss nicht stärker werden oder so. Es wäre in Ordnung gewesen, wenn er einfach weiterhin von mir abhängig gewesen wäre. Denn dann... Was? Denn sonst würde ich zurückgelassen werden, ganz alleine. Hm? Ah, okay, der Vorhang geht wieder auf. Wir sind wieder im Theater. Willkommen ihr alle, lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Ist voll super, euch alle wiederzusehen. Was meine wahre Identität ist? Ein Vampir? Was ist es wohl, frage ich mich. Ich bin ein Mensch. Wie man es auch betrachtet, ich bin offensichtlich ein Mensch. Richtig, Sunny? Naja, Sie sehen schon ein bisschen, dunkel aus, Mr. D. Ach du meine Güte, wie harsch von dir. Aber selbst wenn, es ist mysteriös, nicht wahr? Ich weiß nicht wieso, aber in den Ländern, die ich besucht habe, werden Vampire geboren. Wobei die meisten von ihnen ihr Selbst, also das Wissen um sich selbst nicht erhalten können. Ah ja, und sie gehen unter in Dunkelheit. Oh. Das ist definitiv nur ein Zufall, denn ich bin ja nur ein normaler Mensch. Ich kenne nicht einmal, ganz grundlegende Dinge, zum Beispiel was für besondere Kräfte ein Vampir hat. Ja, das ist wahr, er weiß es wirklich nicht. Also dann, beginnen wir mit unserem kleinen Smalltalk hier. Es ist wieder an der Zeit für unsere Show. Es scheint, ihr seid alle ganz erschöpft von den langen Reisen, nicht wahr? Deswegen solltet ihr für eine Weile eure Hände entspannen. Wobei die Geschichte noch weitergeht. Also nun. Diesmal werden wir euch erzählen das Märchen von einem bestimmten Mädchen. Die seltsame Woche eines armen kleinen Mädchens, das sich vermischte mit einer Legende. Da war einmal ein Mädchen und es ging in den Wald mit einem Jungen, ihrem Kindheitsfreund, und sie fanden ein Haus, das aus Essers hergestellt war. Und dort fanden sie dann ein Geistermädchen und Fairies und alle sagten, hey, hallo Mädchen! Und sie mochten das Haus und die dachten, sie bleiben da ein Weilchen, aber plötzlich waren da Löcher in den Wänden und alles war ganz komisch und schwarz geworden und immer schlechterem Zustand war das Haus. Oh, es war alles eine Illusion gewesen, das Haus, was sie gesehen hatten. Sie war ein Vampir, der verrückt geworden war. Und sie tötete den Jungen, ihren Kindheitsfreund, und wurde dann von den Dörflern gefangen genommen und hingerichtet. Ja, das war die Geschichte aus der ersten Hälfte sozusagen, ne? Nochmal zusammengefasst. Und das ist das Ende von unserem Theaterstück. Traurig, nicht wahr? Die Realität nicht zu akzeptieren, dass sie sich selbst verändert hatte. Stattdessen klammerte sie sich an die glückliche Illusion, die sie in ihrem Kopf aufbewahrt hatte, und rannte vor der Realität davon. Hä? Wieso Vampire so traurige Kreaturen sind, fragt ihr? Das liegt daran, dass es Wesen sind, die nicht in der Lage sind, Glück zu empfinden. Sie können nicht mit Menschen zusammenleben. Sie haben so wenig... Was? Oh scheiße, ich habe gerade mein Wörterbuch nicht dabei. Sie haben jedenfalls sehr wenig davon und deswegen können sie nicht einmal versuchen, so wie sie auszuschauen. Außerdem können sie nicht sterben und müssen für immer leben. Vampire sind sehr einsame Wesen. Das ist etwas, das sie nicht ändern können. Ja, selbst wenn zum Beispiel es nicht die Fantasie eines jungen Mädchens wäre. Au! Weiß ich auch nicht, warum es das gesagt hat eben. Also dann, ihr alle, wir beginnen nun mit der neuen Geschichte. Der Märchenerzähler wird diesmal ein bestimmter Jägersjunge sein.
Er hatte nur dieses eine Gefühl in seiner Brust. Wahrscheinlich Liebe für Angie. Angie, schau! Ich werde größer werden, stärker werden, cooler. Ein vollständig erwachsener Jäger. Verstehe. Ja, und dann wirst du sehen. Größer zu werden, stärker zu werden. Und dann dich zu beschützen, ganz sicher. Was meinst du damit, Vater? Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Was ich sage, ist sehr simpel. Wir wissen, dass Angie ein Wolf ist. Ein Wolf ist das gefährlichste natürliche Gegner des Dorfes. Und daher wird Angie hingerichtet werden. Ein Wolf? Ich dachte, ein Vampir. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht möglich sein. Hinrichten, sagst du? Wie könnte ich denn zulassen, dass das geschieht? Ob du es nun erlaubst oder nicht oder zulässt, ist irrelevant. Es wurde bereits entschieden, dass Angie hingerichtet werden wird. Auch wenn du noch ein Beginner, ein Anfänger bist, bist du trotzdem ein Jäger, also bitte hilf bei den Vorbereitungen. Wieso muss Angie getötet werden? Und nicht nur das, auch noch durch die Hände der Dorfbewohner. Das ist schrecklich, absolut schrecklich. Morgen um 10 Uhr werden wir eine Konferenz haben. Du wirst auch mitmachen. Hör mir doch zu. Für mich... So etwas ist... Auszubildende haben nicht das Recht, mitzusprechen. Alles, was du tun musst, ist, die Klappe zu halten und zuzuhören, was ich zu sagen habe. Also, ich gehe jetzt mal schlafen. Warte, hey! Verdammt! Also war es nicht mal wert, dem zuzuhören, was ich zu erzählen habe, hä? Huh? Na gut. Wenn Sie es so wollen, ich habe eine Idee. Dieses mysteriöse Versteck tief im Wald, das, was wir in der Vergangenheit benutzten, wenn wir vor den Erwachsenen geflohen sind, dort werde ich Angie verstecken und sie vor ihrem Vater und allen beschützen. Es ist in Ordnung, selbst wenn ich alleine gehen muss. Ich werde mich dem ganzen Dorf stellen, wenn nötig. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass Angie hingerichtet wird. Ich habe mich dazu entschlossen. Schließlich... Wow, was ist das? Oh, cool. Wir sind jetzt eher... Finde ich voll cool. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir mal. Und dann wird es ganz spannend werden, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich freue mich schon sehr drauf. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.